Moin und herzlich willkommen bei unserer Roomtour bei dem Rex, unserem Bürstner Ixeo TL680G. So, wir fangen jetzt mal vorne an. Eigentlich erstmal bei der Basis von diesem Fahrzeug ist ein Fiat Ducato 140 PS, 6-Gang manuelle Schaltung. Da bin ich ja so stolz drauf. Ich möchte keine Automatik. Wir haben auch schöne Captain Chair Sitze, die man drehen kann. Die sind, ich finde, bequem. Ich sitze da vorwiegend. Die haben wir zum Schutz mit einem Bezug überzogen. Welcher das ist, setzen wir einmal unten in die Beschreibung. Da haben wir auch einen Film drüber gemacht. Die sind optisch, passen die sich super an und einfach toll. Ja, wir haben in diesem Fahrzeug haben wir eine gehobenere Ausstattung. War halt dabei. Aber ich finde dieses Lenkrad, das ist sehr schön griffig hier. Also ich fahre damit ganz gerne. Wir haben ein Radio nachgerüstet, einschließlich Navigation. Das ist ein, wie sagt man so schön, China-Bomber. Verlinken wir aber auch in der Beschreibung einmal, was das für ein Gerät ist. Ist leicht zu bedienen, man kann die Apps alle draufladen, so wie ich das verstanden habe. Ist richtig, ne? Ja, Freddy nickt. Also ist das richtig. Android, genau. Und ist wunderbar, funktioniert. Man muss nur dran denken, dass man es auch wirklich ausstellt, weil sonst hat man ein Problem. Ja, dann gehen wir mal einmal hier weiter. Wir haben eine schöne Ablage. Die ist zwar wesentlich kleiner als in dem Ducato. Man kriegt aber Decken, Jacken, kriegt man alles rein, was man da, was das Herz begehrt. Selbst, aber das ist dann auch wieder so eine Techniksache. Unsere Leinwand, die wir hier haben, die kann man runterrollen, ist dafür auch ein guter Platz, den wir gefunden haben. Darüber sieht man dieses Skyroof, kann man öffnen, ist aber total blöd, weil von hier kann man es nicht öffnen und wenn das Bett runter ist, kommt man auch nicht so wirklich da dran. Also wir lassen es zu, geht auch. Das Herzstück ist dieses Wohnzimmer mit viel Platz, also Kopffreiheit hier zum Bett. Habe ich natürlich nur. Freddy kratzt gerade so dran, also ist aber auch noch wunderbar. Was ich toll finde, ist dieser Tisch. Der ist relativ groß und ist flexibel in den Bewegungen. Und das ist so toll, weil während der Fahrt dran, verriegeln, fertig ist die Kiste. Eine tolle L-Sitzgruppe, wo man auch wirklich sich hinlümmeln kann. Sehr gut, Freddy sitzt da in der Ecke, streckt die Beine aus oder auch mal hier entlang. Das ist also schönes Sitzen und wunderbar viel Platz. So, wir haben viele super Schränke hier. Ich muss mal ein bisschen hier so rübergreifen. Passt super viel rein, wenn man beide gleichzeitig aufmacht. Hier hat man ganz, ganz viel Fläche. Und hier, dieses Fach ist zwar schmal zu bestücken, aber man kann es hochladen, weil es bis hoch, also ein Stückchen weiter hoch auf jeden Fall geht. Und was Schönes, Soft Close. Wir haben natürlich auch einiges an doof jetzt. Egal. Unsere Fernbedienung haben wir praktisch mit diesen Einhak, wie heißen die? Ösen. Kunststoffteilen, die wir überall hier verteilt haben, praktisch griffbereit an die Wand gepackt, ist einfach eine gute Lösung. Weiter, wir haben noch so ein kleines, so eine kleine zweite Sitzbank.
man kann gut sitzen, man darf natürlich nur nicht ganz so groß sein, weil die Kopffreiheit ist einfach ein bisschen eingeschränkter. Hier oben haben wir ein Fach, auch ein Riesenfach. Gut, hier ist der Fernseher drin. Bisschen, was ist da noch drin? Unser Router, ne? Ja. Bisschen Technik halt. Man kriegt aber einiges da unter. Also wir können uns ja mit dem Schrank nicht beschweren. Und das Schöne ist, ist natürlich nur ein doofes, weil wir ja jetzt mittlerweile mit dem Kopf hier liegen. Wenn einer einen Tipp hat, wie man das hinkriegt, dass man den Fernseher runterziehen kann und dann seitlich verschieben kann und dann noch drehen kann, immer in die Kommentare. Wir sind dankbar. So, schön ist auch, wir haben hier einmal dieses schöne Seitenfenster. Kriegt man gut Luft rein und die Tür dankt es einem oder beziehungsweise das Fenster, weil das würde sonst ein bisschen kollidieren, wenn man ein anderes Fenster hätte. Also da bin ich dann auch super dankbar für. An beiden Seiten von den Bänken haben wir noch so kleine Regale, wo man, ja, ich sag mal, ein bisschen was unterbringt, was man haben möchte, was griffbereit sein soll. Ist natürlich immer die Frage, was man da unterbringen will. Ja, Brillen, alles Mögliche. Ja, und diese ambiente Beleuchtung hat uns das auch angetan, weil das ist so richtig schön indirektes Licht. Wenn man hier abends sitzt, ist eine Gemütlichkeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir sind mit dieser ambiente Beleuchtung echt super glücklich. Und dieses Licht hier, ihr glaubt es nicht, das ist ja unsere Zimmerdecke. Das heißt, das ist der untere Bereich vom Bett. Aber da kommen wir noch zu. Etwas später. So, was wir jetzt noch vergessen haben, ist unser schönen Hocker, den wir bei uns aus dem Wohnzimmer genommen haben. Das ist dieses schöne Teil. Und das wird bei uns genutzt dafür, dass wir das dann praktisch hier vor die Stufe stellen können, wenn jetzt die Schuhe nicht da stehen würden. Und erleichtert uns den Einstieg ins Bett. Für mich als Stumpi ist es nötig. Freddy hat es nicht gebraucht, aber ich brauche das schon. So, ich stelle mal wieder weg. Jetzt kommen wir einmal in den Bereich. Machen wir jetzt erstmal die Tür. Da ist dieser Abfallbehälter, der mich ja auch so ein bisschen Nerven mal gekostet hat. Bis ich dann rausgefunden habe, dass man den komplett aufmachen kann, um dann die Tüten zu tauschen und dann muss man natürlich eine kleine Öffnung drücken. Also da war ich froh, ich habe gedacht, ich hätte ihn kaputt gemacht, aber das war halt so. Ja. Griff, Einstiegsgriff beleuchtet. Garderobe. Wir haben hier den Puschelvorhang noch vorgemacht, weil wir hier kein Fliegengitter hinsetzen können. Wir wissen nicht, oder welche Alternative, aber wir kommen mit diesem Puschel eigentlich ganz gut klar. Dann haben wir dieses Bedienpanel. Wir haben das allerdings so gemacht, hier leuchtet es drunter. Wir haben das jetzt mal mit diesem von Silvi beklebt, weil wir nichts anderes hatten oder nicht wussten, weil es einfach auch ein bisschen zu hell leuchtet. Aber ist eine gute Lösung, kann man machen. Jo. Natürlich für Wasserstand, Strom. Ach so, ja, gut. Was, ne? Da gehe ich ja von aus, dass das bekannt ist. Ja, dann schwenken wir einfach mal ein bisschen in den Küchenbereich. Fangen wir mit diesem schönen kleinen Eckschrank an. Klein, aber fein. Man kriegt richtig, also einiges da rein. Die oder hier dazu machen ist halt einfach push to open, so nennt man das. Hier haben wir noch einen schönen Vorratsschrank. Da kann man alles Mögliche unterbringen. Hier ist noch eine kleine Ecke, die ist eigentlich toll für, ja, was weiß ich auch immer. Aber das sind so die Verstaudinger, wo man immer irgendwie was unterbringt.
Hier wieder diese schöne ambiente Beleuchtung. Dann haben wir hier einen, diese Theke. Danke. Die war schon drin. Und wir finden die echt toll, weil wir hier immer irgendwelche Dinge abstellen können. Wie zum Beispiel dann auch diese Lampe. Mal, jetzt sieht man das natürlich nicht. Ganz pfiffig gesichert an dem Gewürzregal, an dem Salzbehälter. Bügel drüber, dann fällt das auch nicht runter. Und von dieser Seite ist auch ein Schrank. Man glaubt es nicht, ich habe den auch erst nicht gesehen. Aber dieser Schrank. Man kriegt, also der ist auch so konzipiert. Erstmal haben wir da die Absperrhähne. Und so konzipiert, dass man, ich sag mal, wirklich Dosen passen da rein, das Öl passt da rein, alles was schmal und hochkant ist. Im Winter nur ein Nachteil, es wird warm. Das ist der Nachteil. Und wir haben hier dann die Handtücher hängen, das ist griffbereit. Eine andere Lösung haben wir da nicht gefunden. Der Wagen hat auch noch einiges an Schubladen. Ich mache die mal nacheinander auf. Hier ist unsere Besteckschublade mit Brettchen drin, was man so alle da drin hat. Das ist, muss man, glaube ich, nicht erklären. Hier haben wir Teller, Tassen, Schüsseln. Das ist auch alles so, man mag es nicht glauben, aber es rappelt nichts. Funktioniert. Und hier unten drunter haben wir einmal die Töpfe, Pfannen, unsere Kanne zum Wasserwarm machen, unseren Drückekaffee und hier habe ich die Deckel für die Töpfe drin. Und alles Softclose natürlich und ja, komplett verriegelt. Genau. So. Ganz pfiffig ist noch dieser Schrank hier. Geht übers Eck. Hat wunderbar viel Platz. Und geärgert habe ich mich immer, weil man sich hier so reinbeugen muss oder bücken muss, um da dran zu kommen. Bis Freddy irgendwann mal nach einem halben oder dreiviertel Jahr gesagt hat, dass das ganz einfach aufgeht und man dann da dran kommt. Wusste ich nicht. Also jeder, der dieses Modell fährt, weiß jetzt den Trick. Unsere Vitrine. Braucht man nicht, ist aber da. Ich sag mal, wir haben da jetzt provisorisch mal zwei Weingläser reingehängt. Brauchen wir nicht, weil wir sind robust. Wir haben so Wassergläser, die wir auch immer benutzen. Was ich damit noch genau mache, weiß ich nicht. Aber ist schön beleuchtet, ist nett anzusehen. Hier ein kleines Regal. Da habe ich zum Beispiel die Zewa-Rolle. Hier ist einmal Zucker drin, Kaffee. Dieses Teil kann man eigentlich auch fast rauspacken, weil der Nachteil ist, wenn das an ist und es abends ist, dann meinen alle Leute, der Wagen fackelt ab und holen dann vielleicht irgendwann mal die Feuerwehr. Nee, ist nicht an, warte. Muss ich. Naja, ist nicht geladen. Aber das ist ein Flackerlicht und das sieht schon bizarr aus. Man meint, es brennt in dem Wagen. Ja, dann haben wir einmal die Spüle, eine Armatur. Spüle rund, aber ich sag mal so, ich habe da keine Schwierigkeiten, dass ich sagen muss, da passt nichts rein, ich kriege das nicht gespült. Das Einzige, was ich blöd finde, ist, der ist starr, ist aber auch das, was eigentlich gut ist. Was nicht beweglich ist, geht nicht so schnell kaputt in meinen Augen. Also Win-Win sozusagen. Ein 3-Flammen-Herd. Was aber, also der ist toll. Man kriegt wirklich 3 Töpfe drauf. Das Einzige ist wieder hier diese Griffmulde, wo immer alles hängen bleibt und alles sich sammelt. Also mit Piezozündung. Mit Piezozündung, genau. Nicht mehr wie in dem alten Anwagen. Geht aber auch. So, der Kühlschrank ist ein Dometic. Ich mache den mal vorsichtig auf, weil wir da die Sperre drin haben. Hat ein schönes Gefrierfach, was auch wirklich gut gefriert. Also da haben wir keine Probleme mit. Das ist toll. Unten nochmal eine Gemüseschublade.
Hat nur allerdings einen Nachteil. Das hier haben wir festgeklebt. Dafür ziehen wir das jetzt immer an dem Teil raus. Also funktioniert auch alles gut. Ein tolles Teil. Dann, achso, dieses Fach hier, genau. Das ist auch unser Technikfach und wo man natürlich auch so schön Küchenrollen unterkriegt, weil die ja sonst Platz wegnehmen. Ist auch ein ganz, ganz tolles Fach. Groß und ergiebig. Das nächste ist unser schöner Kleiderschrank. Oh, da ist meine Winterjacke. Ich habe die schon gesucht. Man kriegt hier jede Menge wirklich auch Jacken unter, wenn man jetzt nicht so eine dicke Winterjacke drin hat. Hier haben wir noch ein kleines Höckerchen, was jeder auch kennt, so diese Aufstellhöckerchen. Das hatten wir als erstes, um ins Bett zu kommen. Und dann meine Hausschuhe. Ganz wichtig. Eine kleine schnuckelige Schublade. Ach, guck mal. Oh, ein Leckerchen. Ja, auch können wir gleich was essen. Diese kleine Schublade haben wir sozusagen als Schnuckerschublade, weil da passt nicht so viel rein. Der ist ganz gut. Hier ist einmal unsere Heizung. Die gute Truma. Hm? Also. Ja. Aber wird nicht funktionieren, da kein Gas ist. Ja. Genau. Ich mache die jetzt mal wieder aus. Mhm. Warte mal. Moment. So. Was ich ganz gut finde, ist, wir haben beheizbaren Abwassertank. Haben wir noch nie gebraucht. Aber wie sagt man immer so schön, war dabei. Nice to have. Ja, die Dachluke, die bringt natürlich für die Küche immer schönes Licht rein. Boing. Genau. Dann wären wir mit der Küche durch. So, herzlich willkommen im schönen Badezimmer. Zu Anfang direkt die neue Errungenschaft, die Trellino-Toilette. Nebenan Behältnis für Streu. Da müssen wir uns aber noch irgendwie eine Technik ausdenken oder ein Chippchen oder eine Tasse, um nicht so rumzustreuen. Aber das ist einfach Learning by Doing. Wir haben da ja jetzt erst 3 Tage dran getestet. Schön ist diese Ablage hinten an dem, ja, an der Toilette, um da einige Dinger wie Mülltüten, Duftblocker oder halt auch so Sprays für, haben wir gehört, nach jedem Mal Toilettengang einmal durchsprühen, abwischen. Ja, hier habe ich mir noch so ein Ding besorgt. Das ist einfach dann, weiß ich nicht, Sonnencreme, alles so Kleinmist, Haarbürste kommt da rein. Und dieses haben wir uns hingehängt an einer Leiste von Silvi, Magnetleiste, dass man auch noch so ein bisschen Ablagefläche hat. Weil der einzige Nachteil ist, man hat hier keinen, wie man so schön sagt, Spiegelschrank, wo man auch noch was hinter verschlossenen Türen sammeln kann. Eine Kröte muss man schlucken. Aber einen wunderschönen großen Spiegel. Ja. Ja gut, an Spiegeln hapert es hier nicht. Auf dem Schrank, also beziehungsweise an dem Schrank ist auch ein Spiegel. Einmal haben wir hier auch noch ein kleines, schönes Waschbecken. Jetzt bin ich total irritiert mit dem Spiegel und dem ganzen Kram. Da haben wir uns jetzt hier so einen Handtuchhalter auch hingeklemmt, weil der hier drunter hängt, den finde ich ein bisschen, naja, unpraktisch. Aber ist halt auch immer Geschmackssache einfach. Hier ist unser Seifenspender, den wir mit Magneten dran gemacht haben. Das hält während der Fahrt, funktioniert gut. Der tollste an dem Zuschnitt ist unser Kleiderschrank. Der ist ja praktisch hinten jetzt über der Heckgarage. Wenn man den aufmacht, hat man hier schöne Flächen. Das ist, glaube ich, von dem Vorbesitzer nachträglich dran gemacht worden, aber ist auch so eine Schüttelkante im Prinzip. Ist gar nicht so verkehrt. Hier sind 2 Schubladen, die man schön rausziehen kann. Es passt sehr, sehr viel rein. Man glaubt es nicht. Hier sind noch Fächer,
Da kommt man ein bisschen bescheidener dran, aber da packt man halt Handtücher hin, Lappen, wo man nicht ständig dran muss. Aber so die beiden Fächer, das ist im Prinzip Freddys Reich, die beiden Fächer. Das reicht. Und mein Reich ist diese Seite. Da muss ich mal ein bisschen Platz machen. Haben wir uns ein Regalsystem eingebaut mit diesen Stofftaschen, damit nicht alles rausfällt. Und wenn das ging raus. Der Sprudelmatz. Genau. Viel weiter? Ja, und man kriegt da wirklich alles unter, was man möchte. Oben haben wir noch genug Platz, um Dinge mal unterzustellen. Mal Hosen irgendwie dran zu legen und die freie Fläche vor diesem Regal nutze ich immer hier für meinen Sprudelmax. Der fällt da nicht um und den hat man dann halt griffbereit, wenn man sprudeln will, da. Ne, denn wenn ich den immer ganz kompliziert unten aus diesem Eckschrank nehmen muss, das würde ich da nicht so häufig machen. Also so ist der griffbereit. Sicherungskasten ist da. Weiß zwar jetzt nicht wofür, aber das weiß der Techniker. Natürlich, glaube ich. Eine Dachhaube haben wir. Ja. Gut, was gefehlt hat, waren Toilettenrollenhalter. Der hat doch gefehlt, ne? Komplett. Ja. Ja, der hat gefehlt. Dann haben wir uns das hier dran geklebt. Diese Kordel genommen. Das war aber im Set, konnte man kaufen. Direkt. Ach so, die Dusche haben wir ja noch gar nicht. Die Dusche ist eine Klapptür. Also die andere Seite kann man auch klappen. Man kann da super duschen. Stehhöhe, ja, wunderbar. Also selbst für mich ist da genug Platz. Und für Freddy Stehhöhe, gut, er muss diese Kleiderstange rausmachen. Aber ich finde dann wiederum ganz gut, wenn man nicht duscht, man kann Kleiderbügel aufhängen, um dann auch Jacken aufzuhängen, irgendwas zu trocknen, wie auch immer. Zwei Abläufe, einmal hier und einmal hier hinten in der Ecke. Mhm. Startbrause ist da. Wir haben eine Tauchpumpe. Der Druck, okay, ist halt eine Tauchpumpe, aber man wird sauber, man kriegt die Haare ordentlich, das reicht vollkommen. Mhm. Und man hat halt den Vorteil, wenn irgendwann mal eine Leitung platzt, das läuft nicht nach. Wenn Wasser raus ist, ist raus. Dann hat man einen kleinen Schaden. Hat auch Vorteil. Also, ja. Ich stehe erstmal jetzt im Weg. Eine Gesamtansicht von dem Fahrzeug aus dem Badezimmer in den Raum rein. Da seht ihr auch nochmal die schöne Thekenbeleuchtung. 1A, würde ich sagen. Und die böse, böse Stufe werdet ihr dann auch sehen. Das ist diese. Den Tausch von dem Bubi, also von dem Kastenwagen 5,40 Meter auf diesen 6,99 Meter haben wir, da spreche ich auch für dich, Freddy, denke ich mal, nicht bereut. Also war eine weise, schöne Entscheidung. So, jetzt darf ich auch mal was sagen. Ich bin auch mal im Bild. Hallo an euch. Ja, für die Technik bin ich ja zuständig hier im Haus, also in so einem Mini-Haus. Und da habe ich hier erstmal bei dem Fernseher hier, den haben wir vorhin schon mal gezeigt, ist hier der, ja, wie soll man, Amazon-Stick. Und dadurch können wir natürlich ganz normal Fernsehen gucken über den Stick. Das Ganze haben wir natürlich in einem kleinen Router hier. Und zwar ist der auch hier in dem Schrank drin. Ich hole den mal raus. So. Ich mache den mal eben ab hier, dann kann man den besser sehen. So ein kleiner Router von T-Link. Und damit haben wir hier quasi komplett im Raum unser WLAN. Egal, ob wir mit dem Rechner drauf gehen oder ob wir mit dem Handy da drauf sind und so weiter. Hier ist eine Zweitkarte drin von der Telekom, die wir auch auf meinem Handy haben. Oder da wir ja sowieso dieses Familienprogramm genommen haben, da von der Telekom, Ulis Handy läuft da drüber. Aber wie gesagt, hier geht das alles zentral auf diese Geschichte hier. Und klebt das mal wieder, hängt das mal wieder hier rein. So, hier haben wir auch noch unsere
weil ziemlich wenig USB da waren, eine USB-Verteilung da reingemacht. Da ist unsere Alarmanlage auch, die ist damit angeschlossen. Und hier haben wir unsere Ladestation, die ist fest hier eingebaut, also fest verklebt, für unsere Kameraakkus. Die können wir dann sofort, wenn wir die gebraucht haben, da sofort einstecken und dann werden die dann automatisch geladen. Das Ganze läuft über den Hausstrom hier, wenn wir den abschalten, ist das automatisch auch aus. Und ja, damit kann dann nichts mehr großartig verbraucht werden. Auch die Alarmanlage läuft auf Akku, das heißt, wenn wir ausschalten, bleibt die weiterhin an. Hier haben wir auf dieser Seite die Echo Dot 3 Box, also diese Kugel. Die haben wir auch auf der anderen Seite. Das kann die Uli mal zeigen, da drüben. Wenn wir uns Filme angucken, das ist ein Raumklang hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Ganze ist ja verkoppelt mit dem Amazon-Stick. Und wenn wir dann über Netflix, Prime oder auch normales ARD, ZDF gucken oder WDR, haben wir Raumklang drin. Und das ist echt durch nichts zu toppen. Also ich war echt erstaunt, was die kleinen Boxen bringen. Das ist echt der Hammer. Kann ich jedem nur empfehlen. Angeschlossen wird das Ganze über ganz normal 12 Volt USB. Da gibt es so Spezialkabel, die werde ich dann auch mal verlinken, womit man diese Boxen noch anschließen kann. Ja, hier habe ich noch mal eine Verteilung hingebaut, dass man von hier aus auch nochmal USB hat, weil dieses Fahrzeug hat wirklich kein USB gehabt, obwohl es von Baujahr 20 ist, also August 20 Erstzulassung. Das mussten wir alles noch nachrüsten. Wir haben jetzt unterm Sitz jeweils noch zwei Doppelsteckdosen für Autostrom, also diese dicken Knöbel. Da haben wir natürlich unsere Adapter reingesteckt, dass jeweils dann auch nochmal USB ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, 8 USB abzugreifen oder auch mit Autostrom funktioniert, wie zum Beispiel der Anschluss für unseren Laptop. Da ist auch noch ein Adapter, der geht über diese Autosteckdose. Der ist auch dunkel eingestöpselt. Ja, und das wäre hier so das Technische. Das Radio hat die Uli ja schon angesprochen. Das ist ein Android-Gerät, was man ganz normal wie sein Handy auch mit Apps bestücken kann. Da haben wir auch unser Navigationssystem drauf. Aber wir haben außerdem noch hier das Garmin in der Ecke. Kann die Uli mal zeigen. Das hat auch noch den Vorteil, das hat die Rückfahrkamera für hinten. Die ist hinten mit Akku betrieben, also mit Funk. Und dadurch haben wir über dieses Gerät immer den Blick nach hinten raus, wie so ein Rückspiegel halt. Ja, du kannst das mal immer nicht runterschwenken, dann kannst du das mal eben zeigen mit der Steckdose, wie das aussieht. Das ist so eine Doppelsteckdose und da steckt auch gerade ein Stecker drauf. So sieht das aus. Unter der Bank haben wir noch einen Wechselrichter. Den haben wir bis jetzt allerdings noch nicht benötigt, aber wir haben alles auf 12 Volt. Ich weiß nicht, was man hier sonst noch anschließen könnte. Wir haben hier noch, was die Uni auch schon vergessen hatte, an den Seiten noch so Schwanenhalslampen. Das ist auch noch ganz praktisch, wenn man hier mal sitzt und was lesen will und der Partner nicht gestört werden soll. Alle Fenster und Türen sind mit Alarm gesichert, eben mit ihrer Alarmanlage. Das werde ich auch mal verlinken. Und ja, von Technik war es das dann eigentlich auch, ne? Wir haben noch Dashcam, wir haben noch den Beamer. Ach ja, wir haben hier noch eine Dashcam. Für den Fall, dass irgendein Typ sich vors Auto schmeißt, weil er abkassieren will, können wir direkt auf das Ding zeigen und dann geht er freiwillig wieder weg. Es gibt ja solche Typen, die wollen mal eben eine riesen Summe kassieren, Schmerzensgeld oder was auch immer. Und dann haben wir die sofort eingefangen, die Jungs. Ja, wir haben auch schon Szenen gefilmt damit. Meine üblichen Rettungsmaßnahmen, wenn ich unterwegs bin, fällt ja immer irgendwann auf die Schnauze. Wir haben einmal einen liegen gehabt auf der Straße in Bosnien. Dem habe ich aufgeholfen. Der war über das ganze Gesicht hatte der, solange bis die Rettungskräfte eintrafen. Und in Dänemark habe ich zu Uli auch gesagt, das gibt's nicht, da liegt schon wieder einer. Da lag einer wirklich so wie Jesus ans Kreuz genagelt am Rücken. Und ja, der war auch bewusstlos. Dem durfte ich ihn auch helfen. Das sind so Szenen, die sind damit auch angefangen worden, aber sowas verwenden wir nicht. Ich spreche jetzt nochmal darauf an, was unterwegs alles passieren kann. Wir haben immer das Glück, was wir eingefangen haben damit, ist zum Beispiel, als wir in Bosnien in den Tunnel gefahren sind und uns ein LKW entgegenkam. Guckt euch den Film mal an, das ist bei unserer Bosnien-Tour. Da gab es einen tierischen Schlag und da war der Spiegel weg. Und unsere dummen Gesichter dabei, die müsst ihr sehen, das ist wirklich, also fantastisch. Und das haben wir dann einfach mit reingebracht in den Film. Ja, noch was vergessen? Hier an der Seite habe ich auch noch mal so einen Block mit Steckplätzen.
Aber das sind nochmal zweimal USB und dreimal Autosteckdose, auch abschaltbar. Die Links dazu setze ich auch dann mal in die Beschreibung rein. Unser Beamer. Ja, bitte? Beamer. Ach ja, und Beamer haben wir auch, den habe ich jetzt mal gerade nicht griffbereit. Den können wir auf die Theke stellen. Und hier haben wir unsere Leinwand. Die rolle ich dann einfach hier so ab. Zack. Und dann haben wir Kino. So einfach geht das. Ach, muss ich noch hochfahren. Das Ganze läuft übrigens auch über WLAN. Und das ist dann ruckzuck auch eingeschaltet. Und läuft prima. Ja, was man hier so sieht, das hat die Uli auch nicht angesprochen, das ist das Kopfteil. Jenes, was uns so einen Ärger gemacht hat damals, weil sich das nämlich nicht bewegte, setzt das den ganzen Automatismus außer Betrieb und dann funktioniert das nicht mehr, weil das muss nachher gerade gefahren werden. Wenn man es runterlässt, wird das gerade, weil hier diese Schräge ist, deswegen geht das nach unten. Und wenn das sich nicht mehr bewegt, dann geht das ganze Bett nicht mehr, da ist so ein Automatismus dran. Ich zeige euch mal eben, wie das runtergelassen wird. Da muss ich mal eben den Sitz verdrehen, das ist ganz wichtig, weil wenn man die Sitze nicht dreht und ganz nach hinten macht, dann lädt sich dummerweise dann natürlich das Bett direkt auf die Lehne. Das ist nicht so günstig, aber das ist so der einzige Umbau, den wir machen müssen dafür. Ne? Zack, schon erledigt, mehr ist gar nicht. Armlehne muss noch hoch, genau, da könnt ihr auch aufsitzen. So, hier sind noch ein paar Jacken, die tun wir mal über eine Seite. Und setzt das nicht da drauf. Nee, nein, muss ja nicht bis ganz unten fahren. Und ich fahre das jetzt mal ganz runter. Zeige euch das mal. Also erstmal ist ganz wichtig, dass wir den Tisch entsprechend runter machen. Das heißt, dann nehme ich immer den Knebel hier. Dann fahre ich das mal so. Und dann hebe ich einmal kurz an. Nehme ich mal ein Bild. Ups, zack. Einmal kurz angehoben. Ist das schon unten das Ding. So, jetzt müssen wir rüber ins Badezimmer gehen, Schatz. Sonst mache ich das Bild zu. So, wir haben an alles gedacht. Nein, da liegt noch eine Kiste. Die müssen wir natürlich auch wegtun. Sonst setzen wir da gleich auf. Und alles andere können wir so lassen, wie es ist. Die Uli hat übrigens wunderschöne Felle besorgt. Und die haben wir hier schön auf den Polstern liegen. Weil eigentlich sind das total klasse Lederpolster. Und die wollen wir ja nicht versauen. Das wäre ja schade. So, Der Sitz muss noch gedreht werden. Der Sitz muss noch gedreht werden. Habe ich schon wieder. Ja, das sind manchmal so die Kleinigkeiten. Ja, die auch wichtig sein können. Weil wir wollen jetzt kaputt machen. Ne? So. Und hier habe ich jetzt das Tableau. Gut zu bedienen eigentlich. Und dann geht das so. Jetzt gibt es einen kurzen Stopp. Da fährt das Gerät jetzt nach hinten das Kopfteil hoch. Und das hat sie nämlich da nicht gemacht. Da blieb das nämlich komplett da stehen. So. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann geht die Reise nach unten. Und eigentlich hätte man noch die Lampe ausmachen müssen. Ja, die müsste ich eigentlich auch ausmachen, aber wir fahren ja gleich wieder hoch. So, das Ganze fährt auf die Polster runter, sodass ich jetzt ein wunderschönes Bett habe, was leicht zu belegen ist. Und mit wunderbarer Aussicht. Ja, da eine Luke, da ist übrigens eine Floorfliege. Und wir liegen jetzt immer so rum quasi. Das heißt, das Kopfteil berühren wir eigentlich gar nicht mehr, weil da kann viel mehr schief gehen. Und dann liegen wir hier schön eingemummelt. Und was wir noch gemacht haben, ganz wichtig, wir haben uns noch einen Topper drauf getan, aber einen ganz dünnen. Das ist so ein, ich glaube, 30 mm, ich weiß nicht. 3 cm auf jeden Fall. 30 mm. So dass es auch noch passt, weil da oben ist ja nicht viel Platz. Ja, und daher auch die Information oder die Frage, hat einer eine Idee für den Fernseher, dass man den ein bisschen verschieben kann. Weil wenn wir das jetzt hier so runter machen, unser schönes Technikgerät hier, nach dahin kann man nicht mehr drehen. Das heißt, wir liegen jetzt hier nebeneinander. Uli liegt natürlich vor mir. Weil ich liege ja immer hinten, sie liegt vor mir und dann muss ich mich immer so hinsetzen, dass ich höher bin. Das ist nicht besonders bequem. Was natürlich schön ist, das will ich mal eben hier zeigen. Also erstmal haben wir hier unsere Wasserkissen. Kann ich auch nur empfehlen, weil da kann man sich selber entweder 3 oder 4 Liter reinmachen. Ich glaube bis 4 Liter geht das, ne? Wasser. Ich glaube sogar bis 5. 5 sogar? Mhm. Und damit kann man dann die Härte mit verändern. Und da habe ich das immer so hier liegen. Und wenn ich Fernsehen gucke, habe ich hier mein Kopfteil. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das sind eigentlich die Kopfstützen, weil diese Sitze sind auch Sitze für Mitfahrer. Also hier können auch 4 Leute mitfahren, obwohl eigentlich nur für 2 das gedacht ist hier. Aber wir haben das einfach dran gelassen, weil
Wie gesagt, es ist schön. Aus. Auch wenn man was lesen will, dann lese ich hier so. Habe ich hier mein Buch oder mein Tablet oder irgendwas. Hat noch einen schönen Blick nach da drüben. Mach mal den Blick nach außen. Ist doch fantastisch, oder? Oder nach oben in den Himmel. Und ah. Also ihr merkt, ich bin auch verliebt in das Auto. Für alles, was wir sonst noch so an Material haben, was klein ist, das packen wir hier rein. So, Tabletten etc. Und ich mache mal eben hier aus. Und dann zeige ich mal eben noch, was hoffentlich jetzt funktioniert, der Vorführeffekt ist. Unsere neue Lampe, die wir dann, die Farben können wir machen, wie wir wollen. Moment. Keine Sorge, ihr seht ein bisschen Flackerlicht, aber in Natur flackert ist das durchgehend, ja. Oh, schade. Ich kann aber auch das so machen, da haben wir alle Farben. Und irgendwie gibt es auch noch so einen Modus, da läuft das dann durch. Was ist Jump? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. In Wellen. Ja, da geht das jetzt so einzeln, laufen die jetzt durch. Also viele Möglichkeiten. Relativ günstiges Ding vom großen A. Geht auch mit in die Küche rein. Kannst du mal rüberschwenken zur Küche. Und da ist das dann auch ganz schick. So, und das Ganze, die Fernbedienung hat Uli schon angesprochen, mit unseren Plastikhaken, die wir mal auch, da haben wir auch mal einen Film drüber gemacht, unsere Errungenschaft. Das heißt, da sieht man kaum, dass da was ist. Und da können wir dann so hinhängen. Und gerade wenn wir dann im Bett sind und abends hier alles dicht machen, können wir es schnell weghängen. Da müssen wir nicht lange nach rumsuchen oder so, wir wissen immer, wo es ist. So ihr Lieben, jetzt zeigen wir euch das Auto mal von außen. Also einmal sieht es ganz schick aus, ihr seht es, und wir lieben diesen Buckel da oben, weil da ist nämlich das Bett drin. Und das macht den von der Optik her ganz anders, also richtig toll. Wir gehen jetzt mal zu den einzelnen Fächern, die wir da dran haben, und zeigen euch mal, was da ist. Viele wissen schon, was wo ist, aber ich habe eine kleine Überraschung für euch, passt mal auf. Das erste Fach, was ich nämlich aufmache, ist, ich meine, alle Camper wissen, was dahinter ist, ne? Aber so viel ist dahinter. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass wir die Trillino eingebaut haben. Das andere Klo ist natürlich rausgekommen. Und dann hat die Uli so schön gesagt, dann haben wir ja das große Fach dafür, um da das Streu reinzupacken oder irgendwelche Utensilien dafür. Ja, das habe ich auch so gedacht. Nur ihr habt selber gesehen, da ist nicht viel mit. Das ist das Tiefste. Das ist übrigens diese Metallplatte, die ich da eingebaut habe, weil das Klo ist ja hinten mit einem Magnet befestigt. Da haben wir übrigens einen Film drüber gemacht, müsst ihr mal nachschauen. Vielleicht verlinke ich den hier oben mal, der Einbau der Trillino. Ja, was wir dann immer sehen, dieses tiefe Loch, ist ja im Klo. Die Kassette, die so groß ist, verschwindet ja quasi im Klo. Und insofern sieht man jetzt nichts mehr. Das sind ein paar Kabel noch hier. Ja, der Schlauch, wo vorher das Klo angeschlossen war. Und ja, die Stromanschlüsse, die wir jetzt natürlich nicht mehr brauchen. So, aber so kleines Zeug kann man da noch reintun. Aber im Prinzip ist die wertlos geworden. Ja, dann haben wir hier, sieht klein aus die Tür, aber da verbirgt sich eine Menge Stauraum. Ist jetzt nicht besonders aufgeräumt, aber wir wollen euch das ja so zeigen, wie wir es auch nutzen. Und zwar sind hier unsere Stühle, die sind mit einem Gummi normalerweise befestigt. Ich weiß nicht, warum das Gummi jetzt nicht dran ist. Hier haben wir mit dem Gummi befestigt unseren Tisch. Das ist so ein aufklappbarer Tisch. Und nochmal so eine kleine Bank für zum Hocker. Da können wir nochmal so einen kleinen Tisch rausbauen oder eben für die Füße zum Ablegen ohne diesen Metallteil. Da haben wir noch ein Regal, da sind Rucksack und alles, was wir sonst noch brauchen. Und hinten liegt der Reservereifen drin, den habe ich da reingelegt, falls noch was sein sollte, dass man dann tauschen lassen kann. Ja, also eigentlich ziemlich großes Teil hier, wo richtig was reinpasst. Alles wunderbar. Ja, und hier am hinteren Teil ist jetzt unser Fahrradständer. Er ist schon ein bisschen ramponiert und wir haben auch hier oben schon eine kleine Macke drin. Die Geschichte haben wir, glaube ich, schon erzählt.
wenn die Frau der Meinung ist, sie fährt rückwärts und sagt, der Mann braucht nicht aussteigen zum Gucken und der Mann sagt, bin bequem, lass ich auch mal. Das ist die Kamera gewesen. Genau, die Kamera war schuld. Ja, dadurch haben wir einen kleinen Rempler gehabt, aber mittlerweile ist diese Schiene neu und da sieht man nichts mehr ran. Und da passen zwei Fahrräder bis, was war das, 20 Kilo oder was drauf, irgendwie so, relativ schwer zu belasten, das Ding. So, dann gehen wir mal hier um die Ecke. Ich glaube 60 Kilo nimmt das. Müsste ja Kilo? Draufkleben irgendwo auch. 60 Kilo, mal gucken, haben wir hier. Typ, Dings, Pumps da, maximal. Kannst du das erkennen? Geh mal drauf mit der Kamera. Sehe ich jetzt mal gerade nicht. Aber da passt schon. Also unsere E-Bikes, da brauchen wir keine Gedanken machen. So, und jetzt haben wir hier auf der Seite noch die andere Tür. Die ist einiges größer. Und die können wir auch schön festmachen. Hier, da passiert gar nichts. Wenn ein Windstoß kommt, bleibt das Ding hoffentlich, wo es ist. Hier haben wir so Sachen wie AdBlue Reserve, aber das Ding, das plempert wie Sau. Hier haben wir eine Euro-Box drin, da sind so verschiedene Sachen drin. Da werden wir auch mal einen extra Film drüber machen. Alles, was so nötig ist, unsere Kochplatte, womit wir auch grillen, Gaskartuschen, unsere Auffahrhilfen und so weiter. Aber da machen wir ein extra Ding von. Das muss man nicht im Einzelnen jetzt rausholen. Hier ist die Gemüsekiste. Da kommen Kartoffeln und Zwiebeln rein und so was, was sonst noch Gemüse ist. Das ist Papas Kiste, das ist nämlich eine Werkzeugkiste. Da ist jede Menge Zeug drin, inklusive Werkzeug und irgendwelche, ja, das Bahndreieck ist hier drin und Luftpumpe für Fahrrad und so weiter. Da ist ein Bahndreieck drin, ja, genau. Da hätten wir keins kaufen müssen. Ja, ist ein Pech gehabt, ne? Und hier ist nochmal eine große Kiste. Mit Bahndreieck. Und noch ein Bahndreieck, ja. Man braucht übrigens auch, wenn man nach Rumänien fährt, kleiner Spoiler, braucht man zwei Warndreiecke für Wohnmobile. Ja, wir haben jetzt drei, passt, ne? Wir haben jetzt drei, okay. Kabel, nochmal ein Kocher. Hier sind unsere Multi-Anker drin. Und hier haben wir so eine kleine Werkzeugtasche. Also wunderbar, alles gut verpackt. Hier oben haben wir jetzt eine Kiste, die ist frei geworden. Da können wir jetzt irgendwas noch reintun, weil da war vor unsere Reservekassette fürs Klo drin. Schuhe. Die brauchen wir ja nicht mehr, bitte? Schuhe. Ach, Schuhe. Ja, für Schuhe nehmen wir das jetzt, genau. Und hier sind nochmal so Utensilien, Auffahrteile zum Beispiel, sind hier auch mit drin. Die kannst du mal von da zeigen eben. So, ein bisschen wackelig das Ganze. Kamerakind Uli. Hey. Ja? Ich bin wackelig. So. Und die letzte Kiste, da muss ich noch ein bisschen an den Brombeeren vorbei hier. So, und ich kann ruhig auf Abstand bleiben. Das ist natürlich für unsere Gastherme hier der Auslass. Da haben wir jetzt extra so einen Teil noch hingemacht, damit das nicht hier alles runtertropft und hier alles versaut. Das haben wir nachträglich eingebaut. So, und hier ist jetzt unsere... Ah! Das sind aber fiese Brombeeren. Guckt euch das an, jetzt habe ich aber böse. So. Besser als Schlangen. So, hier ist unsere Wasserversorgung. Es sollen angeblich 120 Liter sein. Ich habe gemessen 90, was auch immer stimmt, keine Ahnung. Hier ist unser Stromanschluss drin. Na, also hier ist der normale Stecker da, kannst du mal zeigen. So, genau. Und hier unten in der Ecke ist dann der Frostwächter. Das Ganze natürlich auch beheizt entsprechend. Und der Wasserabsperrhahn. Den man aufmachen kann, um ablaufen zu lassen, komplett. Ich weiß nicht, warum das hier drin ist, aber egal. So, jetzt muss ich hier wieder aus dem Brombeeren. Ja. So, mittlerweile ist auch die Sonne rausgekommen. Und das ist für mich der Punkt, wo ich ganz gerne erzählen möchte, dass wir auch noch eine Außensteckdose für ja, Fernsehen oder irgendwas haben. Hier ist auch ein Fernsehanschluss. Was wir jetzt weniger brauchen, diese Antennengeschichte, weil wir ja alles über Stick streamen. Hier ist natürlich die Fläche vor dem Kühlschrank, da ist der Kühlschrank hinter, die Lüftung. So, und jetzt kommt unser absolutes Highlight, Trommelwirbel. Wenn das Auto vorbei ist, dann kriegt ihr auch mit, was ich euch erzähle. So, er ist vorbei, wir legen mal los. Was verbirgt sich hier hinter? Gasflasche? Wir haben einen kompletten 50 Liter Gastank.
Das war eigentlich bei dem anderen Auto schon unser, ja, unser Wunsch, dass wir uns einen Gastank anschaffen wollten, weil wir diese blöden Flaschen leid waren. Da war es aber nicht umzusetzen. Und als wir das Auto dann gesehen hatten und haben den Gastank gesehen, haben gesagt, egal wie das Auto aussieht, den Gastank, den müssen wir kaufen. Nein, nicht ganz. Nachgerüstet haben wir hierfür noch die Adapter. Die werden einfach hier oben drauf geschraubt. Man dreht das dann hier ab. Und dann kann man hier dann die einzelnen Adapter reinschrauben in dieses Innengewinde. Und absolut easy. Man, an der Tankstelle klemmt man einfach diesen Zapfhahn da dran, der rastet sich ein oder man schraubt den an, je nachdem wo man ist, in welchem Land. Und der Tankvorgang ist total easy. Man muss nur zwei, also lange Arme haben manchmal, weil man muss nämlich da auch so den Hahn erstmal halten hier so. Und auf der anderen Seite muss man noch einen Knopf drücken. Das ist ganz wichtig, weil ohne diesen Knopf läuft das Ding nämlich nicht. So eine Art Notaus, falls ich umfallen sollte und das Gas schon weiter, ne? Die Handschuhe hast du vergessen. Die was? Die Handschuhe. Die Handschuhe, natürlich. Uli hat noch wunderschöne Handschuhe hier reingelegt. Ja. Damit man auch sich nicht anschließend in die Finger beißt, habe ich. So, das ja, soll man ja machen wegen Kälte, also Verkühlung. Ja, genau. Dann. Wie heißt das? Nee, Kältebrand oder wieder da. Ja, ist. Gas ist ja natürlich unheimlich kalt. Und da wird man sich ganz schön die Finger verbrennen. So. Ja, so. Ja, bei diesem wunderschönen Wetter. Ja, hoffen wir, unsere Roomtour hat euch gefallen und der Wagen gefällt euch genauso wie uns. Ja, wir sind total verliebt, vor allem in dieser Optik. Die ist so fantastisch, oben mit dem Buckel da drauf, wo das Bett drin verschwindet. Die Uli ist gerade auch verschwunden, die ist nämlich aus der Sonne. Ja, ist ein bisschen doof jetzt heute. Ja, aber ja, mit diesem tollen Fahrzeug dürfen wir durch die Gegend fahren und wir haben noch keine Sekunde bereut. Nee, absolut nicht. Nee, das war zwar früher, als wir eigentlich gedacht haben, aber... Genau. Egal. So. Also, alles in allem eine Win-Win-Geschichte. Und außerdem haben wir unser altes Auto noch gut verkauft, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, also das war eigentlich so... Corona-Boom. Super. Ein Händler hat uns das aus den Händen gerissen. Müssen wir und hat einmal ein bisschen bezahlt. Ja, da kommt ein Auto. Aber dann sehen wir unser Auto nochmal richtig hier im Bild. Wunderschön. Ja. Ja, unsere Roomtour ist somit zu Ende. Ja. Wir hoffen, wie schon gesagt, euch hat es gefallen. Dann bitte einen Daumen nach oben. Ja. Und wenn ihr uns abonniert, dann werdet ihr viel öfter was von uns erfahren. Wenn ihr uns nicht abonniert, verschwinden wir im Nirvana. Dann seht ihr uns nie wieder. Nein, also es liegt natürlich an euch, da müsst ihr nur länger rumsuchen. Aber abonniert uns ruhig, das kostet nichts. Uns hilft es als YouTuber. Und wir werden dann anders gerankt und der Algorithmus tut uns Gutes. Ja, ja. Und ihr dürft gerne Kommentare reinsetzen, wir beantworten die gerne. Anregungen, natürlich für den Fernseher, Vorschläge bitte. Ja. Herausforderung. Genau. Und falls irgendwelche Ixeo-Fahrer und Liebhaber hier noch mit dabei sind, die das angucken, sagt doch mal, was euch so passiert ist. Habt ihr auch schon ein Bett wechseln lassen müssen oder irgendwelche Sachen, die noch auf uns zukommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wird interessant. Ja. Ja. Und somit sagen wir... Die Sonne ist weg und wir jetzt auch. Tschüss in die Ferne.